Gut, dass wir Gegengifte haben. Okay, schön. Wenn es das ist, was ihr wollt. Trolle! Wenn ich der Gruppe... Ja, aber gerne. Los, spuck es aus. Also, fight auf den. Eure Stunde wird noch kommen. Dann halt so, fight auf den. Geht klar. Ich bin bereit. Ja. Wurde aber auch Zita. Einmal also mal kurz ein bisschen ja hier. Ist was los? Okay, okay. Das scheint nur verschlossen zu sein. Ach, Schleuderkugeln. Die sind zum Glück nicht schwer. Frag keine große Herausforderung. Zeit, kein Problem. Noch mehr Schleuderkugeln. Die würde ich auch noch gern mitnehmen. Beißende Pfeile, Schleuderfuß 4 und Sonnenstein-Schleuderkugeln. Beißende Pfeile, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Achtzig bitte. Kann ich nicht in den Rucksack packen, weil ich zu viel Zeug hier habe. Dann verschießt du erstmal die beißenden Pfeile, so. Das Ding kann man nicht öffnen und da geht's zur Giffey-Yankee-Behausung. Also zum Lager der Giffey-Yankee. Ich kann an der Maschine rumspielen. Oh. Ja, nichts, was sie versucht, scheint irgendeine Auswirkung auf das Glas zu haben. Jetzt werden wahrscheinlich die gekritzelten Notizen hier ins Spiel kommen. Beziehungsweise die handgeschriebenen Notizen. Die 5 hier. Oh, sind die auch noch? Ja. Ja, handgeschriebene Notizen von Loom dem Verrückten. LDV, L der Verrückte, LDRV. Loom. Loom. Loom der Verrückte. Und die zählt nicht, also die 6 hier. Ich war das mit. Was zur Hölle? Tschüss.
So, wir haben zweites Stockwerk. Stockwerk der Elemente. Zur Maschine von Lump, dem Verrückten. Mhm. Also 2, 3, 4 haben wir und da sind noch 2 Türen. Erzählt mir mehr davon. Wir scheinen also langsam Fortschritte zu machen. So, wir gehen erstmal hier hoch, verkaufen. Du hast nichts. Du hast die Bolzen nur. Habe ich hier was drin, was verkauft werden kann? Ah, Stein zum Fleisch kann ich verkaufen, weil ich lade neu, wenn ich, versteinert werde, weil wir sonst XP davon gehen. Also ja, das ist das Einzige, was ich nicht wirklich ausspielen tue beim, beim Roleplayen hier. So, der Punkt hatte ich der Vierkampf, der bleibt, wo er ist. Immerhin. Und Erwin. Freundschaft, Feuerschild, Blindheit, Zauberschutz durchdringen. Oh, das sollte ich erlernen. Sprühende Farben, Schutz von normalen Waffen, das kann verkauft werden. Und komm, das Magiebannen verkaufe ich auch mal. Zauberschutz durchdringen. Ah. Der Wald liebt Bo. Jetzt ein Zauber der 8. Stufe. Der Zauber stellt einen massiven Angriff gegen die Zauberabwehr des gegnerischen Magiers dar. Erstens wird die Magieresistenz des Wesens um 10% plus 1% die Stufe des Zaubernden gesenkt. Zweitens hebt der Zauber einen Zauberschutz auf, als da wäre. Geringer Zauber zurückwerfen, geringer Zauberabwehr, Zauberabwehr, Zauber zurückwerfen. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit. Immunität gegen Zauber, Kugel der Unverwundbarkeit. Zauberschild, Zauberunverwundbarkeit und Zauberfalle. Wenn beispielsweise ein Magier der 15. Stufe Zauberschutz durchdringen auf seinen Gegner, wird dessen Magieresistenz um 25% gesenkt. Und außerdem wird einer der aufgezählten Zauber aufgehoben. Magieresistenz schützt nicht vor den Auswirkungen dieses Zaubers. Die Magieresistenz bleibt für eine Runde pro Stufe des Zaubers gesenkt. Die Auswirkung kann nicht durch Magiebann aufgehoben werden. 8. Stufe. Zauberauslöser. Ja, da würde ich das Tor wegwerfen. Ja. Wobei, Tor möchte ich nicht unbedingt wegwerfen. Also Scheusal beschwören. Hm. Da werfe ich bei ihr lieber die Austrocknung weg, ja. Machen wir das so. Also ich meine, ich nehme die Austrocknung hier raus und pack den das Zauberdurchdringen rein. Ja, keine. Dann können wir wieder runtergehen. Was kann ich tun? Fragt nur. Können ins Einsprengsel zurück.
Ja, hier hat das gute Schwert, ja. Zespinar. Zespinar stolz. Zeig mal, was du kannst. Ja. Scharf. Ja, Nagel. Turmisch geschmiedet. So schön das. Wunderbar. Ihr habt den Kunstsäbel Spektralfeuer. Ich habe altes Rezept. Wenn ihr den Schild des Leichnamshildes mache ich ihn viel besser. Viel besser, ja. Ja. Flegel für alle Kopfgrößen. Flegel. Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute Nacht, Lektüre. Moment, hier ein Handschuh. Nur einer? Was macht ihr denn mit sowas? Oh, Moment, da ist noch eine. Ja. Nichts, okay. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Sprecht schon unterwegs. Das war die Truhe mit dem Zeug. Ja. Ich nehme mal vier Packungen hier raus, Tränke. Behälter öffnen. Ja, Gegengifte. Zehn davon können wir bunkern. Würde ich sagen. Dann die Stäbe. Da ist das gut so. Dir fehlt einer, dir fehlt einer, dir nicht. Dir fehlen drei. Damit sind dann schon mal, ist das schon mal ein ganzer Stack weg. Die restlichen packen wir hier wieder rein, dass wir wieder welche haben. Portalschlüssel, Badenhandschuhe, The Dawn. Ja. Ich warte, was immer ihr wünscht. So, dann können wir uns zurückporten. In der Hoffnung, dass ich mit den GIFs eher reden kann. Wenn ihr es wollt, ja, natürlich. Also den Giffy Yankee. Natürlich muss ich jetzt erstmal die Echsenmenschen loswerden, die da oben gespawnt sind. Also, beziehungsweise die UNT. Wenn es das ist, was ihr wollt. Das wird euch viel stärker schmerzen als du. So, ihre Schwerter sind wertlos gewesen, soweit ich weiß. Dieses Portal. Dies scheint das Portal zu sein, durch das ihr treten müsst, um zurück zu den unteren Stockwerken des Verlieses zu erhalten. Ihr müsst jedoch erst eine Möglichkeit finden, es irgendwie zu aktivieren. Hey Kumpel, wenn du schon hier so lange bist, weißt du, wie man das Portal aktiviert? Wir fragen ihn einfach mal, wer uns wieder Blitzdings ladig. Ja. Könnt ihr mir etwas über die Monster erzählen, die im Verlauf der Jahre beschworen habt? Wisst ihr, wie man in das nächste Stockwerk kommt? Die Fragelage verschwindet. Gut, dann verrottet. Gut, lass mich allein. Ich muss ohnehin wichtige Dinge durchdenken. Gut. Dann ab in die Gifienki-Behausung. Hi. Scheint etwas größer zu sein, ja, aber... Keine große Herausforderung. Habt ihr einen Plan?
Anti-Paladin. Krieger-Pferd. What the fuck?